Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich einen Trading-Tipp für euch am Start, der sowohl unterwegs als auch daheim auf der Konsole funktioniert. Also ihr könnt ihn wirklich auch auf der Companion-App, ja, wenn ihr unterwegs seid, anwenden und da dann eben unterwegs Coins machen. Das ist ganz interessant und ganz praktisch natürlich. Wenn man da gerade nicht viel zu tun hat, kann man natürlich hier schön diesen Trading-Tipp anwenden. Und falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, vielleicht sogar ein Abo, falls ihr den nächsten Trading-Tipps nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach auch schon rein. Ich zeige euch mal, wie ich die Spieler suche. Es geht wieder mal um Silberspieler und zwar um gute Spieler, um seltene meistens, um seltene Silberspieler, die halbwegs gute Werte haben. Ich grenze das Ganze meistens so ein, dass ich hier 400 eingebe und dann hier bei Sofortkaufpreis mindestens 1000. Dann suchen wir einfach mal, geht ein bisschen nach hinten, das würde ich euch ein bisschen raten, denn dann findet ihr einfach im Normalfall bessere Spieler. Und ich versuche jetzt mal ein gutes Beispiel zu finden. Das ist natürlich dann immer der Vorführeffekt, wenn man das Ganze vorzeigen will. Funktioniert es meistens nicht, aber mal schauen, ob wir jetzt schnell einen Spieler finden können. So, und hier haben wir direkt ein ganz gutes Beispiel gefunden. Der Van Overeem, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall seht ihr hier, ich habe gerade 350 Münzen auf ihn geboten. Und wenn wir da beim Sofortkaufpreis reinschauen, bei Preisvergleich sehen wir, ach du Kacke, der ist ja 1800 Münzen circa wert. Und das heißt eben, dass wir hier einen krassen Gewinn machen würden. Mal schauen, ob wir den guten Mann jetzt bekommen werden. Ich werde natürlich direkt auf die Kandidatenliste gehen und hier versuchen, den ganzen Typen zu erbieten. Ja, ihr seht schon, 5 Sekunden nur noch. Das wäre ein absolut genialer Deal, wenn wir den jetzt bekommen würden. Und es sieht ganz danach aus. Es sieht ganz danach aus, das Ganze wird bearbeitet. Ich bin gespannt, ob wir ihn jetzt bekommen haben oder nicht. Aber das müsste passen. Und ja, Freunde, ich möchte euch jetzt nochmal genau sagen, worauf ich schaue. Jawohl, wir haben ihn echt bekommen. Wir haben ihn echt bekommen, hier ist er, für 350 Münzen. Ihr könnt es hier sehen, Preisvergleich, 1800 war das, das billigste. Okay, hier sogar einer für 700. Ja, die Coins habe ich leider gerade nicht, 258. Aber ihr seht schon, der ist so über 1000 Münzen wert, denn der wird schnell weggekauft werden und die anderen sind alle viel, viel mehr wert. Also da haben wir einen richtig, richtig guten Deal gemacht. Das sind locker, keine Ahnung, 1000 Coins oder so, die wir da als Gewinn machen werden. Und ich möchte euch jetzt nochmal kurz zusammenfassend erklären, wie ihr da genau vorgehen müsst. Also ihr sucht hier ganz normal und dann würde ich euch erstens mal raten, eher auf die seltenen Spieler zu schauen. Zum Beispiel der hier wäre eine Option, sage ich mal, und dann geht ihr immer auf den Preisvergleich, schaut, okay, was ist der gute Mann wert? Da würde ich jetzt auch drauf bieten, denn ihr seht schon, das wäre schon wieder ein richtig, richtig guter Deal, denn der ist hier für 1500 drinnen und der, günstiger kannst du ihn nicht kriegen. Du kannst ihn halt wirklich nur für 1500 Münzen kaufen, weil diese Spieler einfach noch nicht so oft auf dem Markt sind. Ich habe halt jetzt gerade nicht die Coins dazu. Und was auch noch extrem wichtig ist, ihr müsst schauen, ob hier Startpreis oder aktueller Preis bei dem Spieler steht. Gehen wir einfach mal zu dem hier. Da müsste aktuelles Gebot stehen. Ja, weil der Spieler ist so beliebt, dass die Leute auf ihn bieten. Deswegen steht da aktuelles Gebot. Ja, das ist wichtig. Das heißt, das sollte nicht Startpreis stehen, sondern aktuelles Gebot, dann geht ihr auf Preisvergleich, schaut, okay, bla bla, kann ich Gewinn machen mit diesem Spieler oder eher nicht so. Und ich zeige euch jetzt nochmal schnell, wie ihr die EA-Gebühren ausrechnet. Das fragen mich nämlich auch immer ganz, ganz viele. Angenommen, wir kaufen einen Spieler für 250 Münzen, das merken wir uns. Wir kaufen ihn für, verkaufen ihn natürlich für 400 Münzen, dann müsst ihr 400 mal 0,95 rechnen, dann haben wir die 5% EA-Gebühren und dann müssen wir hier das Ganze abziehen, was wir eben ausgegeben haben vorher für den Spieler, und dann hätten wir zum Beispiel jetzt 130 Münzen Gewinn und eben nicht 150 Münzen, so wie viele denken. Denn diese 20 Münzen, die wir da jetzt abgeben müssen, das sind die EA-Gebühren. Und das ist an sich auch schon der Trading-Tipp, Leute. Also wirklich, schaut drauf, dass die Spieler natürlich gute Werte haben, gute Liga, guter Verein und auch eine gute Nation. Schaut drauf, dass auf die Spieler schon geboten ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eher seltene Karten als Non-Rare-Karten. Und da könnt ihr dann eigentlich nicht viel falsch machen. Immer einfach auf den Preisvergleich gehen. Und dann eben die Spieler sozusagen kaufen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt noch zu dem Trading-Tipp, dann stellt mir die unbedingt in die Kommentare rein. Ich lese mir das auf jeden Fall durch. Und hier möchte ich euch eben ein paar Beispiele zeigen. Den Gibson habe ich für 400 erboten und der ist bei 650. Das heißt, den werde ich jetzt einfach mal ganz plump für 600 Münzen reinstellen. Das ist natürlich auch wieder ein schöner Gewinn von fast 200 Münzen. Den packen wir hier rein. Für eine Stunde würde ich euch empfehlen. Dann haben wir den Kim Jin Su. Mal schauen, was der gute Mann genau wert war. 450 Münzen. Und ja, hier ist leider einer. Ja, okay, der ist ein bisschen gesunken. Der ist ein bisschen gesunken. Den kannst du auch für 450 Münzen mittlerweile kriegen. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Aber sowas passiert halt beim Traden. 550 machen wir einfach mal. Aber der wird sich auch verkaufen. Und da werden wir sicher keinen Verlust machen. Der nächste Spieler ist Koulibaly für 350 Münzen gekauft. Und der steht im Moment bei
400 Münzen, okay, aber der wird ziemlich schnell weggekauft werden, hoffe ich doch. 450, ja, der ist jetzt leider auch ein bisschen gesunken. Die Spiele habe ich alle heute in der Früh gekauft, als ich im Krankenhaus war. Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes oder so, aber da muss ich halt kurz eine Voruntersuchung machen. Dann haben wir den Fun Overeem, den haben wir ja gerade schon angeschaut, für 350 Münzen geholt und das ist ein absolut genialer Deal. Den stellen wir jetzt einfach mal rein für, ja, ich würde sagen 1000 Startpreis und sagen wir 1400, damit er auch wirklich schnell gekauft wird. Ey, wir machen da einfach wirklich ca. 1000 Münzen Gewinn mit dem Spieler. Dann Alena haben wir für 350 Münzen erboten und da sehen wir auch schon richtig, richtig schöner Deal. 600 Münzen ist der nächste. Und wir haben ihn einfach für 250 Münzen weniger erboten. Das heißt, da können wir auf jeden Fall den guten Mann auch für 600 Münzen auf den Transfermarkt stellen. Dann haben wir Pharrell, den habe ich gekauft für 300 Münzen. Preisvergleich, wir gehen drauf und sehen 550. Das ist wieder ein schöner Gewinn, ein ganz, ganz einfacher Gewinn. Und den stelle ich eben rauf für 550 Münzen. Ja, und wichtig ist, falls ihr euch Spieler erbietet, versucht die wirklich direkt danach reinzustellen. Nicht, dass euch das passiert, was mir gerade so ein bisschen passiert ist. Und zwar, dass ihr Spieler in der Früh erbietet und die halt erst jetzt reinstellt. Ich stelle sie natürlich auch erst jetzt rein, damit ich das eben schön im Video auch zeigen kann. Der Werner ist leider, jetzt gerade auch nicht so viel wert. Aber so Silberspieler, die schwanken im Preis. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Das heißt, wenn ihr einen Silberspieler, einen halbwegs guten für 500 Münzen reinstellt, wird er sich früher oder später verkaufen. Dann haben wir hier den Freis für 200 Münzen bekommen. Der ist 400 Münzen wert. Das passt auch perfekt. Stellen wir rein für 400 Münzen. Also wie gesagt, ihr braucht da jetzt nicht irgendwie mega... ihr braucht die Spieler jetzt nicht für mega wenig reinstellen. Natürlich, wenn jetzt ein Spieler 1800 Münzen wert ist oder so, könnt ihr den schon mal für 1400 oder so reinstellen, so wie ich vorhin. Aber wenn der jetzt irgendwie 500 Münzen wert ist, braucht ihr den nicht für 400 reinstellen, sondern könnt ihn auch wirklich für 500 Münzen reinstellen. Hier, der ist einmal für 200 drinnen, nehme ich jetzt aber nicht mit. Aber sonst, seht ihr auch schon, den gibt es einfach noch nicht oft auf dem Markt. Den habe ich halt für 150 erboten und den packe ich jetzt da einfach mal rein für 350 und 400. Mal schauen, ob der gekauft wird. Ich habe einen anderen Bronzespieler auf der Transferliste gehabt. Der war so ähnlich und der ist auch ziemlich schnell weggegangen. Dann hier der nächste Spieler. Ja, der ist leider jetzt auch ein bisschen gesunken wieder. Für 250 habe ich den geholt. Stellen wir auch rein für 400 Münzen. Das ist auch so ein bisschen überteuert verkaufen. Dann der Meier aus der Bundesliga für 350 erboten. Und der ist 500 Münzen wert. Sehr schön. Den können wir natürlich jetzt auch reinstellen für 500. Münzen machen wir wirklich direkt 450 und dann natürlich wieder die 500. Nächster Spieler, wie viel haben wir noch? 3 Stück haben wir noch, das passt perfekt. Der hier von Dortmund hat an sich ganz okaye Werte. Der Tempowert ist natürlich nicht der beste, aber ist halt so ein Bronze-Biest wahrscheinlich. Ja, und der ist auch, ihr seht es, 950, 600 hier einmal, 450, aber der wird weggekauft, glaube ich. Deswegen stelle ich den auch rein für 600 Münzen und das ist auch wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Gewinn. Oder machen wir 550 und sogar 650. Das mache ich auch manchmal, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie teuer ein Spieler ist, dann mache ich den Startpreis und den Sofortkaufpreis ein bisschen auseinander, dass die Leute da auch ein bisschen mehr drauf anspringen. So, dann haben wir hier den Nelson für 300 Münzen bekommen und da sehen wir, 900 Münzen ist der gute Mann gerade wert. Perfekt, stellen wir rein. Und ja, ihr seht auch wirklich, diese Preise schwanken extrem. Teilweise habe ich Spieler für 300 Münzen in der Früh erboten, da waren sie noch 1000 Münzen wert und jetzt sind sie nur noch 400 Münzen oder so wert. Und manchmal schwanken sie auch zugute von euch, sage ich mal. Also die helfen euch, die Schwankungen, sage ich mal. Das heißt, wenn ich den jetzt dafür, sagen wir mal, 750 reinstelle, dann ist das ja gut für mich. Der war, glaube ich, vor ein paar Stunden nämlich nur so 700 Münzen wert und jetzt war er eben schon bei 900 Münzen. Das ist einfach deswegen, weil die Spieler noch nicht so oft auf dem Markt sind und deswegen schwankt der Preis natürlich sehr, sehr stark. Der hier zum Beispiel 300 einer, den stelle ich auch rein für... Hoppala, den stelle ich auch rein für 300 Münzen, so Beobachtungsliste, beziehungsweise Kandidatenliste, ja, machen wir auch 300 Münzen, ist auch ein ganz schöner Gewinn für den Start, kann man auf jeden Fall so mitnehmen, so den habe ich nicht bekommen, da würde mich jetzt interessieren, was wir da an Gewinn gemacht hätten, ja, der ist auch da zum Beispiel einmal günstig drinnen, aber wenn der zum Beispiel jetzt nicht drinnen wäre,
und ich den da eben für 400 Münzen geholt hätte, dann weiß ja keiner, okay, der kommt auch manchmal günstiger rein. Und wenn jemand den eben seinem Team eben braucht, dann kauft er den auch für 1000 Münzen oder so. Und ihr geht dann eben mit dem Gewinn davon. Und das ist halt wirklich optimal und besser geht es eigentlich nicht. So, die drei Spieler, die möchte ich auch noch schnell anbieten. Und zwar habe ich da auf Rechts- und Linksverteidiger geboten. Dazu werde ich vielleicht noch ein genaueres Video machen, beziehungsweise das wird dann auf der Konsole ganz gut gehen. Denn da kann man die schön snipen. In der Web-App Spieler zu snipen ist natürlich teilweise ein bisschen fraglich. Es ist halt einfach schwierig, weil du nicht so schnell bist wie auf der Konsole. Aber hier zum Beispiel den für 550 habe ich erboten. Wir können ja mal auf dem Transfermarkt schauen, was der Santon wert ist. Ich packe das jetzt extra auch in das Video, damit ihr da auch ein bisschen anderen Anreiz noch habt. Also das ist auch ein guter Trading-Tipp. Aber dazu werde ich wahrscheinlich, wie gesagt, nochmal genauer was raushauen, damit ihr da wirklich genau wisst, wie das funktioniert. 700 Münzen ist der gute Mann wert, sehen wir hier. Also ganz, ganz easy der Gewinn. Für 550 habe ich den erboten. Ja, erboten habe ich den. 650 machen wir und dann eben 700 anbieten, perfekt. De Ambrosio, ja, der wird wahrscheinlich auch so 700 Münzen wert sein. Ja, den stelle ich jetzt auch einfach mal rein. Für 700 Münzen, da will ich jetzt nicht das Ganze unnötig in die Länge strecken. Dann machen wir hier 700 Münzen. Und dann noch der letzte Spieler ist Strinic. Den schaue ich schon nochmal kurz nach, weil ich mir bei dem nicht ganz sicher bin. Strinic hat der geheißen. Strinic haben wir hier gefunden, 75er Rating, dürfte für unter 700 zu haben sein. Ja, wobei, der ist sogar auch 700 Münzen wert. Stellen wir natürlich auch so rein. Also ihr braucht da wirklich jetzt nicht Angst haben, dass die Spieler nicht weggehen, wenn ihr die für denselben Preis reinstellt. Also ihr müsst die wirklich nicht günstiger reinstellen. Die verkaufen sich auch so. 700 Münzen sind nochmal 200 Münzen gewinnen. Und das ist so die heutige Trading-Episode gewesen. Falls sie euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und natürlich auch ein Abo. Wäre absoluter Wahnsinn, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und ja, Freunde, mit dem Spiel haben wir übrigens letzte Trading-Episode über 1000 Münzen Gewinn gemacht. Den habe ich ja für 350 Münzen, glaube ich, erboten gehabt. Und den habe ich echt für 1800 wegbekommen. Richtig, richtig nice. Und dann war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Checkt auf jeden Fall gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.